und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Daniela und ich nenne mich hier auf YouTube und in Foren Kampffischdame. Und ja, willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch gerne so ein bisschen erzählen, was ich 2020 hier auf diesem Kanal vorhabe. Deswegen bleibt einfach mal dran. Ihr seht es ja schon im Hintergrund, ich habe einen neuen Fisch-Hintergrund für meine Videos und ich habe mir das hier relativ schön eingerichtet. Ich habe hier mein schönes Sofa, vielleicht kann man hier auch noch Gäste einladen, wie man das dann immer auf den großen Kanälen sieht, aber so weit sind wir ja noch nicht. Und deswegen einmal kurz zu Beginn einen kleinen Hinweis für euch. Dieser Kanal hat jetzt um die 2500 Abonnenten, das ist extrem viel. Ich habe niemals damit gerechnet, dass wir so eine große Community bilden werden. Und ihr kommentiert schon immer fleißig, also es gibt so 5-6 Leute, die wirklich jedes Video kommentieren, deswegen danke dafür an euch. Aber es könnte noch mehr sein, denn ich habe gesehen, 80% meiner Zuschauer haben meinen Kanal gar nicht abonniert und dabei ist es ja kostenlos und YouTube ist ja auch ein Social Media Plattform wie Facebook, Instagram etc. Und es wäre wirklich toll, wenn ihr einen YouTube Account euch macht, der ist kostenlos, und meinen Kanal abonniert, denn so denkt der YouTube Algorithmus, dass mein Kanal Fame ist und zeigt meine Videos natürlich anderen potenziellen Interessenten auch an, denn ich finde, Kampffische sollten irgendwie ein bisschen mehr viral gehen, denn es kaufen wirklich ganz viele die Tiere und wissen nicht, wie sie richtig gehalten werden. Und ich möchte auf jeden Fall alle meine Videos, die ich die letzten Jahre gemacht habe, einmal überarbeiten, denn da war das noch nicht so ganz professionell und ich hatte noch ein paar Fehlerchen drin, ich konnte nicht so gut zur Kamera sprechen. Ich war wirklich immer sehr nervös vor der Aufnahme der Videos und jetzt setze ich mich einfach hin und laber frei der Leber weg. Ich habe jetzt auch gar kein Skript mir gemacht. Zum Video, ihr habt es ja im Titel schon gelesen, Fischraumtour 2020, Januar oder Februar. Und ich habe diese Idee nicht selbst entwickelt. Ich habe mich inspirieren lassen, zum Beispiel von Martin, von Martins Fische. Einmal ein Shootout hier an dieser Stelle. Der macht das schon ein bisschen länger und ich liebe diese Videos. Denn man sieht so, wenn man sich alte Videos anschaut, die Entwicklung, die er auch gemacht hat. Und natürlich auch das Fischzimmer. Und da ich jetzt ja hier auch so ein tolle Fisch Zimmer, Schrägstrich Hauswirtschaftsraum, Zimmer habe, möchte ich eigentlich diesen Fortschritt auch festhalten. Ich wohne jetzt hier 3 Wochen in dem Haus und in meinem Fischraum hat sich extrem viel getan. Also ich habe vorhin alte Videos angeguckt, die ich noch nicht veröffentlicht habe, und es ist wirklich extrem viel passiert und auch heute habe ich wieder extrem viel umgestellt und umgeräumt. Und ich möchte den jetzigen Stand einmal festhalten und mal gucken, wie das in einem Jahr hier aussieht. Ihr kennt es ja selber, die Fische oder die Kampffische sind so eine kleine Sucht und euch habe ich bestimmt auch schon angesteckt. Deswegen, ja, ein langes Intro musste aber sein, denn ich möchte auf jeden Fall, dass ihr den Kanal unterstützt mit einem Daumen nach oben bei den Videos. Abonnieren, kommentieren, teilen. Nur so kann ich über die Zeit hinweg durch die YouTube-Einnahmen, da bin ich jetzt natürlich nicht, da lüge ich euch jetzt natürlich jetzt nicht an, denn klar, man verdient etwas Geld, aber ich würde mal sagen, es reicht für das Futter für eine Woche für die Fische. Und da bleibt natürlich nicht viel über, um mal irgendwas Besonderes zu kaufen. Vielleicht ein umfangreiches Scape zu machen, das steht nämlich auf meiner Videoliste.
oder neue Aquarien auszuprobieren, die auf den Markt gekommen sind. Deswegen brauche ich euch. Wenn ihr den Adblocker ausschaltet, fleißig die Videos kommentiert, teilt, liked, was auch immer ihr gerne machen möchtet. Und natürlich Abonnent des Kanals sein, kann es nämlich passieren, dass der Kanal größer wird. Dadurch gibt es mehr Einnahmen und besseren Content. Und es fällt mir wirklich nicht einfach, darüber zu sprechen. Aber es muss gesagt werden, ich mache das hier für euch kostenlos. Und ihr habt keine Kosten, wenn ihr Abonnent seid und die Videos vorher anguckt, die die Werbepartner zeigen. Und das tut wirklich nicht weh. Ich habe ganz viele Selbstkanäle abonniert, die ich dadurch unterstütze, indem ich die Werbung voll gucke, nicht überspringe oder, wenn es mal schnell gehen muss, trotzdem den Adblocker auslasse und mir die Werbung kurz angucke. Das sind ja meistens nur 5 bis 6 Sekunden und die könnte man ja eigentlich dem Creator einmal schenken. Und ja, ich habe noch etwas auf den Herzen. Ich habe ein paar Videoideen und unter anderem ist ein neues Q&A von meiner Seite aus geplant. Und ich würde euch bitten, dass ihr eure Fragen, auch wenn sie schon 1000-mal gestellt wurden, einmal schnell jetzt in die Kommentare schreibt. Dann kann ich die sammeln und das nächste Video oder übernächste Video wird dann ein Q&A. Und ich weiß, dass ihr euch darauf freut, denn irgendwie kommt dieses Q&A-Format total gut bei euch an und mir macht es auch sehr Spaß, deswegen tippt euch mal ein. Ich mache jetzt Pause. Habt ihr eine Frage geschrieben? Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video, sehr viel Lauerei im Voraus, aber das muss jetzt sein. Also los geht's! Genau, also Ziel einer Fischraumtour ist es ja im ersten Sinne, dass man es zeigt, wie es ist. Und ich möchte euch jetzt natürlich nichts vormachen. Hier sieht es aus wie Sau. Oben drauf das Regal, seht ihr ja, da liegen noch alle möglichen Dinge, die ich noch nicht verstaut weiß, wo ich noch nicht weiß, ob ich es wegwerfe oder behalte. Technik, Platten, Futter, Eimer, Boxen. Alles liegt da oben verteilt und der Rest des Regals ist auch noch nicht fertig, aber es soll ja ein aktueller Stand sein und in meinem Hauswirtschaftsraum stapelt sich auch noch die Deko, denn wir sind noch nicht richtig eingezogen. Deswegen habe ich hier auch nur eingeschränkten Platz und ja, hier fangen wir erstmal an mit meinem Sofa. Natürlich liegt hier der Hund darunter und ich habe hier einmal einen Betterfreaks-Kalender, ein Schild, was ich ganz witzig fand. Und meinen eigenen Kalender, und da es gerade Februar ist, haben wir dieses Kerlchen. Und alle, die den Kalender gekriegt haben, 10 Leute waren das, ich denke mal, die haben sich auch über das Bildchen gefreut. Dann hängt hier aber noch ein Bild, das ist euch vielleicht schon aufgefallen. Ich habe mal hier so ein Werbebanner, was auch immer, gemacht. Steht jetzt immer im Hintergrund. Dann habe ich hier einmal das Simplex-Becken, wo noch ein Video da für euch kommen wird. Und wer auf Facebook mir folgt, der hat das ja wahrscheinlich schon alles gesehen und hat auch die Tiere gesehen. Die Simplex. Falls ihr darüber was erfahren wollt, schaut gerne die Videos über den Better Simplex. Genau. Hier habe ich jetzt gerade noch eine zusätzliche Pumpe drin. Wasserwechsel ist fällig, wie immer. Ich mache die Videos irgendwie generell vor dem Wasserwechseln und ich habe hier ein bisschen an der Scheibe mit Ablagerung zu kämpfen, weil das eigentlich immer die Rückseite war. Das habe ich aber erst nach dem Befüllen festgestellt. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Die Fische stört es ja nicht. Dann habe ich hier daneben das Cube, das 20er, und da ist ein Männchen drin. Das ist genauso befüllt wie sonst auch immer und hier den Anhänger hatte ich geschenkt gekriegt. Dann haben wir hier unten einmal den SEPA-Bereich. Hier sind alle Männchen drin, die separiert wurden und die irgendwie abgabebereit sind. Die einzelnen Abteile habe ich selbst geklebt und die sind ungefähr um die 12 Liter, was bei so kleinen Fischen hier
vollkommen ausreichend ist. Na. Den finde ich besonders hübsch, da weiß ich noch nicht, ob ich den behalte oder weggebe. Und hier ist auch ein schwarzes Tier. Das sind alles Geschwister. Was halt so in so einem Marbelwurf alles rauskommen kann, ne? Der fängt jetzt auch an zu marbeln. Und hier ist auch noch ein dunkles Tier. Hier ist noch ein heller, den hatte ich schon mal auf Facebook gezeigt. Auch ein sehr schönes Tier, der hat wundervolle blaue Augen. Und ja, das Rot ist natürlich auch der Hammer. Und wo ist der Schwarze da? Schwarz-blau. Die Kamera hat ganz schön zu tun mit den Reflexionen hier. Auch wenn ich die Lampe aufgestellt habe, sind hier noch einige. Dann habe ich hier zwei Tiere, die ein bisschen Flossenprobleme haben. Die sind jetzt gerade im Seepaar. Hier sind meine Madels. Einmal wieder kurzer Exkurs. Die Mädchen sind so geboren, leben schon immer zusammen und ich separiere einzelne Tiere raus, wenn es Probleme gibt. Das Becken habe ich jetzt erst kürzlich neu eingerichtet. Den Spongefilter habe ich da noch drin, weil ich hier oben ein Becken weggemacht habe, dass der nicht austrocknet. Denn hier habe ich ein neues Becken gerade hingestellt. Und hier sind die eingerichteten Becken. Das ist jetzt auch zur Abgabe. Ja. Habt ihr gesehen, ne? Und hier ist ein neues Männchen. Und hier unten ist noch ein Becken mit Pflanzen. Da ist gerade nichts drin, außer Schnecken. Und hier unten habe ich gerade erst frisch fertiggestellt mit einem Thermostat. Hier zwei Zuchtbecken. Und das ist das neue Pärchen, was ich auch bekommen habe. Ein toller blauer Half-Moon-Plakat, der den zweiten Platz auch gewonnen hat in einer Wettershow. Und das Weibchen dazu. Ich nehme immer die Flaschentechnik, fahre ich bisher am besten mit. Und hier ist das andere Weibchen, was dann auf seinen Partner wartet. Das darf sich hier erstmal umschauen. Hier ist was dazwischen, die sehen sich nicht. Und das Männchen ist natürlich echt der Hammer. So. Sollte jetzt ein Schaumnest bauen, denn dann kann ich erst das Weibchen rauslassen. So, dann habe ich hier drüben meine Spittelecke. Man sieht's, das muss noch gemacht werden. Da sind meine Würmer drin. Da habe ich jetzt denen mal Blätter zu fressen gegeben. Die verfüttere ich ja an meine Kampffische. Und hier ist das Weibchen, was zu dem Männchen oben passt. Die hat leider eine Krankheit, deswegen sitzt sie ja auch im Seepaar und wartet, dass sie wieder gesund wird. Aber sie sieht die ganze Zeit schon fit aus, deswegen bin ich guter Dinge, dass das alles klappt. Die sitzt gerade in dem Breitbandmittel. Die hat auch keine Sträube oder so, ist total fit. Genau, hier ist der andere Krimskrams. Ich habe noch keine Lösung, wie ich das alles ordentlich unterbringe. Ich werde mir wahrscheinlich solche Boxen holen, die habe ich ja schon von Ikea. Und hier ist noch Rester Cubes, die ich noch putzen muss. Fotobecken, ich muss noch eine Fotoecke für mich machen. Und hier kommen noch 25 Liter Becken hin. Hier in dem Bereich habe ich schon angefangen halb zu verkabeln. Und hier habe ich auch Licht, was runterfällt. Hält leider nicht so, wie ich das gedacht habe. Deswegen muss ich da auch noch eine Lösung finden. Wahrscheinlich Heißklebepistole ausprobieren. Aber hier die Luftschläuche habe ich schon mal relativ ordentlich verlegt. Denn hier in jedem Abteil ist ein Lufthebefilter. Die sind alle noch ein bisschen stärker eingestellt, weil noch so ein bisschen Einlaufphase ist. Aber die Fische sind total guter Dinge. Jetzt muss ich noch Pflanzen holen, denn ich habe jetzt hier erstmal so Pflanzen reingetan, wo ich weiß, die kommen auch mit dem Licht zurecht und die fallen immer wieder rein, deswegen wachsen die jetzt halb unter Wasser. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie die heißen, aber hier fängt es schon an, dass es anwurzelt und muss ich einfach nochmal ein paar Pflanzen holen. Genau, und hier ist ja schon volle Pracht,
Die faden Algen sprießen natürlich bei dem Licht, aber da mache ich jetzt gerade wöchentlich Wasserwechsel, dass das zurückgeht. Genau. Gehört zu einer Einlaufphase dazu. Muss man ja mal leider sagen. Genau, das ist jetzt also die ganze Anlage. Hier oben habe ich mir halt gedacht, dass da noch mehr 25er Becken hinkommen als dauerhaftes Heim für Zuchttiere. Der Cube soll dann auch noch auf das Regal, was hier drüben ist. Hier sollen Cubes. Und wenn die Cubes dann drüben stehen, nimmt das dann hoffentlich alles seinen Gang. Da unten drunter habe ich jetzt ja noch Platz geschaffen. Was liegt da? Tüten? Ach ja, die habe ich gerade rausgezogen von dem Regal da hinten. Und die Styroboxen. Hier ist gerade noch Hundeplatz. Restliche Kies. Das möchte ich dann auch noch hochsetzen. Das habe ich heute gemacht, hier den unteren Bereich. Und habe das auch für euch mitgefilmt, deswegen stehen hier auch noch Eimer. Aber weil das Kind ja immer nur so kurz schläft, muss ich jetzt die Zeit nutzen, solange wie es noch draußen hell ist. Sonst ist das Licht ja so schlecht. Genau, also das will ich dann noch hochsetzen. Und unten drunter soll dann alles, was hier oben ist. Und hier oben sollen dann SEPA-Boxen hin, habe ich mir so überlegt. Oder hier unten ein Regal mit SEPA-Boxen. Aber da ich ja ein Kleinkind habe, wäre es, glaube ich, sicherer für die Fische, wenn die da oben stehen. Da ist es auch generell dann wärmer. Und zur Temperatur hier im Fischraum, wir haben hier schnuckelige 25 Grad drin und eine Luftfeuchtigkeit von 60%, 62%. Das ist ja auch immer interessant für die meisten Leute, die denken ja immer, dass hier 80% Luftfeuchtigkeit drin sind, hat meine Mom auch gesagt. Ist das nicht ein bisschen feucht, Schatz? Nein, ist es nicht. Genau, also muss ich nochmal zu IKEA-Boxen kaufen. Dann muss ich da nochmal eine Unterlage holen, wo die Cubes dann schön draufstehen. Mir Garnelen aussuchen, denn ich wollte unbedingt Garnelen haben. Ich weiß nicht warum. Dann werde ich mir auf jeden Fall für das Becken noch Amano-Garnelen holen, dass sie ein bisschen die Algen wegfuttern. Und dann 25 Liter Becken hier oben hinstellen, dass ich da schön Fische drin hatte. Ich hatte erst die Becken, die hier unten sind, oben. Aber das sah jetzt irgendwie nicht gekonnt aus. Dann passen nämlich da auch noch zwei 25er daneben. Ja, so, ich habe hier gerade mal nochmal etwas Wasserwechsel gemacht und beim Schauen ist mir aufgefallen, dass das irgendwie alles so total schäbig aussah. Genau, und ich wollte euch noch was hier dazu sagen. Hier kommen noch mehrere 25 Liter Becken hin und die Becken sollen dann sozusagen zeigen, wie man Kampffische halten kann, sollte, müsste. Und die werde ich mit euch zusammen einrichten. Da wird es dann eine Videoserie geben. Und die nenne ich dann Kampffischgerechtes Wohnen. Das ist übrigens das Opaktier. Super schönes Männchen. Und ein bisschen schüchtern. Und das sind dann so Einrichtungsbeispiele, die ich euch dann zeigen werde. Und hier entsteht dann auch was. Habt ihr schon mal einen Sneak Peek? Der Filter kommt dann aber noch raus. Ich mache das dann alles mit diesen Filtern hier. Und hier kommen dann noch mehr hin, wie gesagt, die wir dann zusammen einrichten werden. Und hier unten zu meinen Mädels habe ich euch ja schon alles gesagt. Hier ist so ein Pflanzenbeckenreste. Und da unten sind ja jetzt die Verpaarungsbecken. Hier sind zwei Tiere, die haben ein bisschen Flossenprobleme. Versteckt. Da bahnt sich gerade mit Sud. Und mal gucken, ob das was wird, denn dieses Thema Flossenschmelz habe ich leider extrem. In diesem Wasser hier, manche Tiere sind überhaupt nicht betroffen und manche sind total extrem betroffen. Ich weiß auch nicht, was ich da noch machen soll. Ich habe das ja schon, seit ich in Bremen wohne, leider. Wir haben hier sehr weiches Wasser. Ich weiß nicht, ob es da dran liegt. Ich probiere jetzt halt immer mal aus. pH senken, pH hoch, Medikamente und so weiter und so fort. Ihr seht es ja, jetzt ist er ja hergekommen, Schnuggelchen. Sieht jetzt so wieder ganz gut aus und da ist es jetzt verheilt. Ist ja ein Crown Tail und
Ja, er reagiert auf meinen Finger. Sehr gut. Also man sieht es wirklich nur, wenn man es weiß. Und ansonsten würde es aussehen, als hätte er eine Verletzung gehabt. Deswegen bin ich guter Dinge, dass es dem bald wieder gut geht. Die sind aber in Quarantäne so lange, weil ich dann die Medikamente besser dosieren kann. Und hier unten habe ich euch jetzt mal die große Lampe aufgesetzt, dass ihr das auch besser sehen könnt. Und ich habe mir schon überlegt, dass ich hier hellen Kies reinmache, dass es insgesamt heller wird und die Pflanzen natürlich durch die Reflexion auch mehr Licht abbekommen. So. Der ist zur Abgabe. Der vielleicht auch. Zeig mal den auch ein Männchen. Und der bekommt da jetzt schon so einen roten Fleck. Das heißt für mich, dass das Tier marbelt. So wie alle aus dem Wurf, witzigerweise. Hier ist auch noch ein hübscher. Auch zur Abgabe wahrscheinlich. Bin ich mir aber noch nicht hundertprozentig sicher, weil ich das eigentlich ganz schön finde, wie er aussieht. Und die Flossenverteilung finde ich auch ganz schön. Und der ist halt auch noch extrem klein, wenn ich so meinen Finger hier daneben halte. Ein Zeigefinger. Die kommen dann aber nochmal alle ins Fotobecken, dass ich sie dann besser bewerten kann. Hier weiß ich nicht, ob es ein Weibchen oder ein Männchen ist. Ja, hier, der vorne hat hier auch sich die Flossen gerupft. Der wird auch marbeln, deswegen ist er jetzt hier drin. Ich teste halt, ob es in bepflanzten Becken besser weggeht oder im SEPA. Der hat hier aber ein eigenes Abteil, also falls irgendeine Krankheit sein sollte, würde das nichts machen. An den anderen Tieren. Hier unten. Ich habe gerade Wasserwechsel gemacht. Ein bisschen Schwebteile. Unten ist der Schwarze, der sich gerade verkriecht, oder? Kriegen wir ein schönes Bild von dir. Der sieht auch besonders schön aus. Auch ein Geschwistertier und ihr seht, der ist auch noch relativ klein. Wen haben wir hier? Auch ein Tier, was marbelt. Rot-schwarz. Auch zur Abgabe, aber noch relativ klein, deswegen jetzt noch nicht. Und hier ist noch ein rotes Tier, was auch sich die Flossen gerupft hat. Ich weiß nicht, woher das kommt. Manchmal liegt es an zu großen Becken, manchmal an zu kleinen. Der war auch schon in einem normalen 25er auch gemacht, deswegen ist er jetzt hier in dem ruhigeren Bereich. Könnte aber auch ein Weibchen sein. Ah, leider zu viele Reflexionen. Die Scheibe ist hier leider ein bisschen komisch von dem Becken. Ist halt ein altes Becken, ne? Aber das stört die Fische gar nicht. Auch ein sehr schönes Tier. Könnte so eine Tigermaserung kriegen. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Noch nicht zur Abgabe, wenn ich jetzt meinen Finger hier daneben halte. Zeigefinger. Seht ihr, wie klein er ist? Genau, das ist nochmal das, was ich nochmal ergänzen wollte. Und oben drüber mache ich jetzt eine Dunkelkur. Habe ich gerade Wasserwechsel gemacht, da hatte ich ja gerade eben schon gezeigt. Da waren ja ein paar Fadenalgen. Und das ist echt schön geworden hier mit meiner Ecke. Und hier bin ich halt auch noch am Überlegen, ob ich es hochsetze oder nicht. Genau. Das ist so meine Aquarium-Ecke. Und hier habe ich gerade ja Wasserwechsel gemacht. Hier sind die Schläuche, die ich benutze. Ich habe eine Pumpe und das ist vom In-Out-System noch den Henkel. Und da habe ich einen Abschieber, falls irgendwas sein sollte. Jo.
meine Eimerchens. Und hier ist das Waschbecken, wo ich dann immer spüle und so weiter. Und hier ist noch eine Schnecke. Guck mal. Ich rufe. Die Schnecke wollte sich selbst umbringen. Lag hier im Abfluss. Komm schnell ins Wasser. Genau, das ist das Waschbecken, was ich hier benutze. Mache ich jetzt gleich sauber und dann ist das auch wieder schick. So. Ich tue mal schon mal hier rein. Genug gesehen, würde ich sagen. Das Video ist ja jetzt dann echt lang geworden und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wenn ihr hier klickt, kommt ihr zu anderen Videos. Und wenn ihr dort klickt, dann kommt ihr zu meinem Kanal, wo ihr kostenlos abonnieren könnt. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.